Hallöchen und willkommen zurück zu einer etwas festlicheren Atmosphäre bei Red Dead Redemption 2, der Online-Modus. Ich habe mir gedacht, wenn schon Weihnachten, dann kannst du ja einfach richtig schnell auf den Putz hauen. Rockstar Studio schließlich auch. Da seht ihr es auch, 15 Goldbarren. Ah, wunderbar. Und ich habe auch gehört, es gibt hier eine neue Kleinigkeit zu entdecken. Guck mal, das Tierchen. Ah, die töten wir nicht. Es ist Weihnachtszeit. Jingle bells, all the way. Wo sind wir eigentlich überhaupt? Ach, kurz zur Blackwater. Hier in New Austin ist keiner. Die Spieler haben sich so ein kleines bisschen verteilt. Blackwater sind die meisten. Da ich aber keine Lust heute auf Stress oder sowas habe, geht's nach Armadillo. Packen die Waffe weg. Schlange, oder? Scheint wohl eine Schlange gewesen zu sein. Aber wir töten heute nichts. Man kennt ja Rockstar, die mögen das Weihnachtsfest sehr gerne. Da haben sie hier eine Kleinigkeit eingebaut. Ja, guten Tag. Der hört uns nicht, wir hören ihn, aber das muss ich gut probieren. Online-Option. Sprachchat. Nur Trupp, nur Crew, nur Freunde. So. Nur Freunde. Wie sollte es eigentlich funktionieren? Wenn es nicht funktioniert. Mein Gott, ist das eine Beta? Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Ja, wenn ich ein bisschen wärmere Kleidung hätte, würde ich auch gerne in die Berge, zum Schnee. Aber leider haben wir die Kleidung nicht. Guck mal gleich, ob wir haben jetzt ja ein bisschen Gold. Oder müssen wir es kriegen. Aber momentan wüsste ich sowieso nicht, wofür wir das Gold ausgeben sollten. Warum denn nicht schon eine schöne Winterkleidung? Das müssen wir jetzt gleich tun. Wir waren gemein. Oh. Ich wollte sie eigentlich alle verschonen. Weil wenn es so frech ist. Tut mir leid, da kenne ich kein Pardon. So, hier einmal verstauen. Zack. Na, schön mitkommen. Den können wir auch ruhig häuten. Sieht zwar nicht sehr schön aus, aber
besser als sie jetzt einfach da rumstehen zu lassen und zu verwesen. Das wäre doch ein bisschen schade um die Amtierchen. Ich wiederhole es, die ich eigentlich nicht umbringen wollte. Weil sie haben mir keine Wahl gelassen. Oh, 10 Tierteile gesammelt. Ja, 1, 2 haben wir. Heißt, den können wir ruhig mitnehmen. Dann können wir den, glaube ich, in Armadillo verkaufen, oder? Im rechten Sinne. Ja, das ist kein Fleischer. Ein Tumbleweed ist der nächste Fleischer. Oh, Schlachten. Dann geht's zu Tumbleweed. Vor allem vollen Galopp dann. Komm mal her. Das ist nackig. So, wie gesagt, eigentlich wollte ich es nicht, aber ich hätte ihn man jetzt nicht einfach sterben lassen können. Ich überlege mal, ob ich für der Reiz in hier ein bisschen Weihnachtsmusik mal ein bisschen einfüge. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schön. Ein bisschen. Mit ein bisschen. Nur ein bisschen. Ach, es ist schön, so ein bisschen durch die Prärie zu reiten. Wobei ich es natürlich, wie gesagt, schöner fände, wenn wir im Gletschergebiet angefangen hätten. Ich bin jetzt einfach auf Free Roam gegangen. Okay, hier ist jetzt da gestartet, wo wir das jetzt mal aufgehört haben. Passiert. Habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Tut ganz offiziell. Und weil weihnachtliche Vorfreude herrscht. Wir haben keine Nahrungsvorräte fürs Pferd. Wie viel Geld haben wir? $19,89. Pferd geritten. Ach ja. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Komm bei draußen, da komme ich her und ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr. So, erstmal ein bisschen. Bisschen gemächlicher. Verbundenheit gesteigert, Stufe 2. Also wir haben noch keine Klamotten, wir haben noch gar nichts. Armadillo. Wir können natürlich jetzt nicht die Schnellreise benutzen, aber hey, wir sind sowieso schon fast da. Das ist ein Gangversteck. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt ausplündern. Ja, ich bin heute pazifistisch drauf. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Hintergrundmusik hier. Oh, ein Lurch. Habt ihr gerade den Lurch gesehen? Du hast tatsächlich die Steige bezahlt, diese Höhe zieht mit der Zahl der Pferde, die du besitzt. Okay. Und weiter geht's. Oh, es geht an zu regnen. Bridgewood Farm. Es regnet, der Boden wird nass. Da vorne läuft ein anderer Spieler. Ach, guck mal, da vorne ist ein Rennen. Oh, hier ist schon trocken. Und mit der Telle brauchen wir auch schon fast nicht mehr. Sind die ganze Nacht durchgeritten. Und wir sind im Tambourin. So. Einmal der Teller weg. Fährt geparkt. Howdy, sir. Never seen you here before. Take a look. So, dann wollen wir verkaufen. Den verkaufen wir auch.
und die können wir auch verkaufen. Seems like every other fella tries to sell me one of these. So. Das hätten wir. Da würde ich ganz gerne einmal den Katalog öffnen. Kleidung. Outfits, Ausstattung. Alles ziemlich teuer. Ich glaube, da kann man besser in den Laden reingehen, ne? People from miles around come here. Say they can't get no better meat. Ah, new face. Come on in. So a handsome feller like you. Grooming and shaving supplies are all on the wall in the back of the shop. Kleidung. Exklusive Outfits. Oh, das ist sogar kostenlos. Nehmen wir mit. Mal gucken. Militärkundschaft, oh gut. Das ist ja nicht sonderlich beeindruckend. Ein Bolero. Ei. That's always flying off the shelves. Strohbootshaut. Staubmantel. I sell at least one of those every day. Everyman Jacke. Wunderlich toll. Sieht auch nicht aus. Jacke aus Schafswolle. Haben wir noch andere Jacken? Bison, klassischer Gehrock, Frack, Lederjacke, Militärjacke. I sell at least one of those every day. Ein Hagenmantel. I feel like I'm always restocking that. Den könnten wir mit Gold freischalten. Aber hält ja auch warm. Das dicke Leder, das wir verwendet haben, hält sie garantiert warm. Okay. Gesamtpreis 5 Gold. Und zum Freischalten brauchen wir auch nochmal Gold. Wir wollen es um 30 Gold dafür. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Brauchen wir 30 Gold, um den freizuschalten. Das ist mir ein bisschen zu teuer mit den Klamotten. Das ist mir ein bisschen sehr teuer. Tut mir leid, Freunde. You need anything else? Können wir uns nicht leisten. Watch your step. What the hell is wrong with you? Ja, jetzt keine Weihnachtsstimme aufkommt. What can I do for you? Ach komm hier, Kollege Ski.
genießen wir mal. Schieß los. Da haben wir uns schon mal ein bisschen Weihnachtsmusik hier angehört. Aber trotzdem vermisse ich eine Sache. Vorne haben wir eine Reise. Mal gucken. PT, Road, Smurf Station, Valentine, Strawberry, Blackwater, Manzanita, Handelspost, McFarlane Ranch, Amadillo. Wo wollen wir denn hin? Genau. Auf in den Norden. Leider ist hier kein Wegpunkt, also keine Schnellreise. Weil ich glaube, von Strawberry oder Valentine geht das am schnellsten. Valentine muss am schnellsten gehen. So, nach Valentine kostet uns das Ganze 8 Dollar. Komm, die bezahlen wir mal. Nur ein paar Sekunden Schnee, das macht uns ja nichts aus. Das können wir ab. Das kriegen wir hin. Glaube ich ganz fest dran, dass wir das hinkriegen. Also in dieser Folge muss ich mich nur mindestens einmal Schnee ziehen. Auch wenn wir jetzt heute nicht sonderlich viel gemacht haben. Wobei, wir haben jetzt die Schneereise ausprobiert. Da bist du ja. Mein Pferd ist auch ein bisschen geritten. Und jetzt geht's hier hin. Los geht's. Ich wäre auch gerne lieber wärmer gekleidet. Die kommt es auch nur wirklich zu. Aber bei den Preisen. Nee, da riskiere ich es lieber zu erfrieren. Bin ich ganz ehrlich. Wenn unser Pferd ist versichert. Heißt, das kriegen wir wieder. Good day, Sir. So, da oben sieht man ihn schon. Der Grund unserer Reise. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Morgen. Oh, morgen.
Da ist es. Wir haben es geschafft. Oder? Also ein kleines bisschen Schnee liegt hier. Ja, jetzt wird's schön. Siehst du wohl. So, jetzt wird am Toggle gebaut. Und das Rehlein weist uns den Weg. Ich bleibe einfach stehen. Dir ist jetzt kalt. Wenn dir kalt ist, lädt sich der Kerl in der Gesundheit schnell. Wechsel deine Kleidung, um dich wieder aufzuwärmen. Aber es sieht so schön aus. Schade, dass noch keiner von den Exmo-Leuten das Spiel hat. Wäre bestimmt lustig geworden, so ein bisschen Schnee rumzuspielen. Ja, jetzt müsst ihr halt mit mir alleine vorlieb nehmen, das ist halt. Aber wir haben einen Engel gemacht. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, man kann erkennen, dass es ein Engel ist. Und unsere Kleidung ist jetzt auch schneeweiß. Das ist schön. Den Schaden haben wir auch kaum gekriegt. Schnee. Wie gehe ich das auch hier hätte in Real Life ab? Nein! Nein! Zu Weihnachten schneit es nicht. Murphys Gesetz. Alles, was wir kriegen, ist schöner, kalter Wasserregen. Da haben wir erst ein Erfrierungszeichen gekriegt. Warte mal, war das nicht der Weg zu den Muskels? Kommen wir so bekannt vor. Scheint so, oder? Hier waren die Utruskels. Das erkenne ich sofort. Mit dem geschulten Auge sehe ich das sofort. So. Ah. Ach, ist das schön. Guck mal, hier haben wir so ein bisschen Dosengemüse, ein paar Cracker. Die Zigarre haben wir auch noch hier rumliegen. Kautabak. Müssen wir uns alles nicht mehr kaufen. Okay, Dynamit kriegen wir nicht. Aber den Bourbon.
eine Zigarre. Finde ich gut. Leider ist das kaputt gegangen. Das tut mir leid. Hier ist ein Ofen. Was haben wir hier? Angefressenen Apfel. Oh, da war doch gerade was. Geöffnete Revolvermunition. Brauchen wir auch nicht. Und ein bisschen Schneespiel kommt auch. Ja, siehst du mal, jetzt sind wir auch schneeweiß. Ach ja. Ich bin so ein kleines Spielkindchen. Schublade durchsuchen. Was haben wir denn da? Pistolenmunition. Oh, nice. Nehmen wir mit. Haben wir sonst nichts? Schublade durchsuchen. Ah, leider nichts drin. Schade. Weil vier Plündern gibt es hier noch nicht. Okay, auf dem Scheißhaus ist niemand. Schön zu wissen. Okay, hier ist auch niemand. Glaubt ihr, das schaffen wir? Müssen wir eigentlich, ne? Weil ich im Schnee landen. Okay, das war ein bisschen sehr heftig. Das war doch ein bisschen sehr heftig. So, hier ist alles total zerstört. Ich glaube, hier gibt es nichts zu plündern. Jo, super Flug. Da was? Nee, leider nicht. Können wir da reinspringen? Ah, bisschen weiß werden wir schon. Weil dann würde ich sagen. Ah, da ist doch eine Schnellreise. Sagt mir das keiner. Da hätten wir uns einen langen Ritt sparen können, da hätten wir noch mehr Zeit gehabt. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde voll. Wir reiten noch eben schnell in die nächste Stadt. Ja, und ich glaube, das nächste Mal den Online-Modus werden wir dann auspacken. Und werde ich auspacken, wenn ein paar Leute von der Expo mit dabei sind. Ich glaube, ein oder zwei reichen. So, welche die Ausdauer? Bisschen Eis laufen. Okay, das wäre ein super Sprung. Unser Pferd ist ein richtiger Held. Springt sogar gegen Steine. Ich schätze rüber. So. Hätten wir das auch erledigt.
Schade, dass man sich seine Kleidung nicht selber machen kann. Aber ich sehe hier auch gerade keine Tiere weit und breit. Doch, da oben. Ach, ist das schön. Ach, ne. Flusslauf. Alles so friedlich und harmonisch hier. Aber leider kann ich auch die Story-Mission nicht weitermachen. Wir wollen ja mindestens einen zweiten Spieler. Traurig. Naja, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Und wer weiß, was in Zukunft hier noch im Online-Modus hochkommt. Oder hochgeladen wird, eingeladen wird, keine Ahnung. Oh. Das dürfte auch einigen von euch bekannt vorkommen, zumindest wenn ihr die Red Dead Redemption Playlist schon mal gesehen habt. Angebrochener Zweig, den nehmen wir da mal mit. Was haben wir da drüben? Ein Nachttisch. Haferplätzchen. Und das Honigum. Nichts. Ist auch nichts. Aber so schlimm ist die Kälte jetzt gar nicht, finde ich. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir mehr erfrieren. Was ist denn das? Sind wir hier überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wie die Gegend hier heißt. Coulter. Ah. Müssen wir uns merken. Coulter ist das Schneegebiet. Okay. Wir gehen uns mal ein bisschen umgucken. Ein kleines bisschen noch im Schnee wandern. Juhu, wir haben einen weißen Arsch. Oh, Schlitten fahren. Komm. Popo-Schlitten fahren. Popo-Schlitten fahren. Oh. Aber das war kein Schlitten fahren. Aber irgendwo muss man ja hier Popo-Schlitten fahren können. Yay! Oh, zu kurz. Für mehr Popo-Schlitten. Ja. Popo-Schlitten, Popo-Schlitten, Popo-Schlitten. Yay!
Das Ganze jetzt meine Ego. Au. Okay, Ego ist ja gefährlich. Schlitten. Und wir haben die Ausdauer erhöht. So, jetzt nochmal ein Eisbad nehmen. Puh. Hat zu viel Energie gefressen. Na komm. Jetzt aber ein Eisbad. Das ist auch einfach so macht. So. Zum Schluss gibt es nochmal ein schönes Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Nein, Spaß. Ich will euch nicht quälen. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem kleinen Weihnachtsspecial. Und ja, ich wünsche euch fröhliche Festtage und lasst euch reich beschenken. Genießt die freie Zeit mit der Familie. Mit dem tollen Essen wahrscheinlich. Und ja. Wir denken natürlich dann auch an die Leute, die es gut haben, nicht so gut haben. Und versuchen uns dann natürlich ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. Hoffe ich doch zumindest. Wenn ihr in der Kirche feiert, wünsche ich eine fröhliche Messe und ich weiß gar nicht. Ich denke mal, spätestens Silvester sehen wir uns hier wieder und dann wird ordentlich geknallt. Also, bis dann. Tschüss.